Oh, deine Brille fällt gleich runter. Hast du aber sehr knapp gemacht. Ach so. Meine Frau muss auf alles gewappnet sein, ne? Das sind nicht meine Sonnenbrillen. Alle drei von, alle vier von Christine. Vorsichtshalber haben wir vier Sonnenbrillen mitgebracht. Ja, und hier, weil wir ja jetzt auf die Brücke fahren, hat die Christine hier vorne auch so eine Halterung. Da kann sie sich nämlich sichern mit. Das ist so eine Bergsteigerausrüstung. Oder ist es vielleicht einfach was, wo man die Kamera festmacht. Wollen wir oder willst du noch ein bisschen umstehen? Vielleicht sollten wir uns diesmal direkt am Auto eincremen. Hast du jetzt einen Zettel mit, dass wir wissen, wie der Parkplatz heißt? Nein, habe ich nicht. Hast du den nicht? Ja. Ja, wir haben gestern in Innsbruck. Gestern? Nee, vorgestern. Vorgestern in Innsbruck vergessen, uns vorher einzucremen. Die Christine hat so ein bisschen Sonnenbrand. Deshalb machen wir das jetzt noch. Und dann 9:30. Mal gucken. Das wird auf jeden Fall eine coole Aussicht da. Ihr dürft gespannt sein. Los geht's. Fertig. Nur kurzer Zwischenstopp. Mein Auto motzt, weil es kein Öl mehr hat. Also brauchen wir Öl. Und von der Tankstelle hier kann man die Brücke sehen. Und die Burg. Als Christine das gesehen hat, ist sie schon grün angelaufen. Guck mal, wir brauchen eine Stunde bis zur Ruine. Und Fort Claudia ist auf der anderen Seite. Da ist die Burgruine. Und die Brücke sieht man jetzt leider nicht. So, noch dürft ihr Wetten annehmen, wer von uns beiden über die Brücke geht und wer nicht. Du gehst sowieso. Ich gehe sowieso. Ich bin auch nicht so gut mit Höhen. Aber es sind ja nur 114 Meter. Das ist. Das ist was anderes, da wie Boden unter den Füßen. Nein, gefühlt nicht. Gefühlt nicht. Ja, Christine muss sich warm machen fürs Paragliding. Wenn wir Paragliding dann abgehakt haben, machen wir Bungee Jumping und danach Fallschirmspringen. Viel Spaß. Wünsche ich dir. Das sieht sehr anstrengend aus. Das ist sehr steil. So, jetzt kann man die Brücke sehen. Hundertvierzehn Meter hoch. Guck mal, das ist eine alte Zugbrücke. Kann man da durchgehen? Du bist genauso wie der Hund. Du rennst einfach geradeaus, um zu gucken. Ja, und du läufst einfach nur die Füße. Ja klar, ich will die Zugbrücke laufen. Krass. Guck mal, das sind Scharniere. Guck mal, die haben das oben, das was sie weitergebaut haben, haben sie so bemalt, wie es früher aussah. Wahrscheinlich abmachen wegen Einsturzgefahr oder so. Witzig. Aber schön. Ja,
Aber guck, wir stehen genau vor dem Eingang. Wir müssen da, ja, da rein und da hoch und dann. Den blauen oder den roten? Genau. Milan. Ach, das gehört alles zusammen. Das hier unten war der Eingang zur Burg. So, wo ist meine Frau? Ah, da hinten kommt sie. So, es gibt hier auch eine Möglichkeit, mit der Bahn hochzufahren. Aber wir laufen. Dauert ungefähr 20 Minuten. Da ist die Brücke. Zu Fuß 20 Minuten. So, also für die Brücke gab es keine Ermäßigung mit der Karte. Aber dafür dürften wir umsonst in die Museen, wenn wir möchten. Zu Fuß 20 Minuten, hat sie gesagt, wenn wir zur Highline laufen. Ansonsten gibt es da noch die Möglichkeit, mit dem Dingens zu fahren. Du siehst es gerade runterkommen. Ja, das ist 20 Minuten. Das ist der Trick, ja. Dann da rechts hoch, links. Hast du mal da hochgeführt? Ja, habe ich. Die Sonne genau dahinter steht? Guck mal hier. Ja, wir sind fertig. Ich habe so viele schöne Sachen aufgenommen, aber irgendwie hat mein Handy ein Problem gehabt. Viele von den Dateien sind nicht lesbar. Also, ja, versuche ich zusammenzuschnippeln, was ich zusammenschnippeln kann. Die, Gaia wollte ich gerade sagen, die Christine ist tatsächlich auf dieser Brücke draufgegangen, komplett drüber. Ich habe es nicht gemacht. Ich erzähle euch das jetzt, weil ich nicht weiß, welche Videos funktioniert haben und welche nicht. Ich bin nur bis zur Hälfte, da war mir einfach, mir war kurz übel, das hat so gewackelt. Und die Hunde sind so 20 Meter mit und dann fand ich das für die einfach zu hart. Die konnten die ganze Zeit unten durchgucken, der Boden ist halt ein Gitter gewesen, sodass sie wirklich auch das sehen konnten. Die haben sich Mühe gegeben, aber die hatten dann einfach zu viel Angst. Das hat halt stark gewackelt, das war sehr voll und man konnte durch den Boden durchgucken. Und das waren so drei Sachen, die in Kombination einfach zu schwierig waren für die Hunde. Da musste das nicht sein. Die sind 20, 30 Meter mitgegangen. Da bin ich vollkommen cool mit, das reicht mir und gut ist. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause. Leider, wie gesagt, sind viele Videoschnipsel nicht lesbar. Ich versuche die noch zu retten. Und wenn die nicht lesbar sind, dann ist das halt so. Dann machen wir ein Video halt aus dem Rest. Dann wird es ein bisschen kürzer und ich mache vielleicht zwei Tage zusammen. Ja, aber da oben, von hier unten sieht das jetzt echt nach nichts aus. Da oben ist die Brücke. Ja, das war krass hoch und sehr wackelig. So, meine Frau hat sich eben noch beschwert, dass unsere Hunde zu wenig Zecken haben. Jetzt machen wir noch mal eben eine schöne Huhnwiese, ein paar Fotoshootings mit Milan, damit wir auch ein paar Zecken haben. Ja, ich bin durch. Es war ganz schön anstrengend. War eine schöne Wanderung, aber ich hoffe, ich kann euch so viel wie möglich zeigen. Wenn nicht, dann nicht. Das war's. Wir sind raus. Tschüss.